Nein. Doppelschellengeballer? Junge. They see me rolling. Es wurde wieder Proviant gekauft. Ihr wisst, was das heißt. Neuer Tag im Fuschmarathon. Ich fahr jetzt zu JP und dann geht's weiter. Boah, was ein Wetter, ey. Guckt euch das mal an. Jetzt geht's wieder los, die wilde Sause. Hast du Proviant eingepackt? Proviant ist dabei. Kassenbon mit dem Fußraum. Ja. Okay, JP war jetzt die letzten zwei Abende noch alleine hier. Hat ja alleine gedengelt. Oh, guckt euch mal die neuen Bremsleitungen an hier. Sieht ja wohl herrlich aus. So, jetzt erstmal, wie hast du gesagt? Motivation anzünden. Motivation anzünden. Rakete, Phase 1. Auf einen kleinen Freitag, ne? Prost. Am besten schmecken sie ja, wenn sie lauwarm sind, ne? Handwarm. Aber hier hast du es schön gemacht, wirklich. Ja, bist du schuld? Hier, guck dir den Rest an. Die sind auch schon alle vorgebogen. Hier, oh, guck mal, ey. Muss noch eingebaut werden jetzt. Das wird ein Auto. Den können wir wirklich verkaufen. 12.000 Euro, sage ich. Ich meine, wir haben ja auch ein bisschen optisch Tuning gemacht. Ein paar geile Aufkleber draufgehauen. Ah, oh, guck mal, wie das aussieht. Hä? Das ist doch mal was. Ist doch echte Handarbeit. Anti-Vibration Station. Super. Mach keine Macken in Lack hier, ne? Ja. Sag mal, was ist jetzt für heute der Plan? Kurze Zusammenfassung. Du bohrst auf jeden Fall erstmal ein bisschen Beleuchtung in eine Stoßstange. Ich bin mir unsicher, aber ja. So. Ich mach Bremsleitung den Rest zusammen. Dann müssen wir natürlich noch unseren Auspuff fachmännisch anschließen. Denn eine WLAN-Verbindung gibt es noch nicht. Okay. Ja, und was machen wir dann noch? Stoßstange kann vorne dann wieder dran. Reifen können drauf. Wir warten noch auf einen Fuckteil hier, dieses scheiß Bremsding. Ein Teil ist heute nicht gekommen. Danke eBay, ne? Ja. Danke eBay und Hermes. RMS wahrscheinlich wieder? Nee, Hermes nicht. Das sollte von DPD kommen. Danke DPD. Weil ohne das Ventil brauchen wir nicht anfangen zu entlüften, sonst machen wir das nochmal. Ja, also baue ich hier die restlichen Bremsleitungen ein, die sind schon fest. Und dann können wir eigentlich schon ein bisschen Standheizung einbasteln, ne? Schubladen rein, Standheizung, mal gucken, so reinlegen zumindest, wie weit wir kommen. Okay, so ist der Plan. Wir haben diese geilen Lämpchen hier gekauft, 10 Stück, 10 gelbe, und die wollen wir jetzt in die Stoßstange hier machen. Da baue ich jetzt ein paar Löcher, dann werden die einfach reingesteckt und dann sieht es, glaube ich, fett aus. Bau mal einen vor, komm. Warte, bisschen WD-40? Nein. Klick, geil, oder? Ey, guckt euch das mal an. Das sieht ja wohl nicer aus, nicer Dicer. Doch, bisschen viel Spiel. Mach ein bisschen kleiner. Die anderen mache ich kleiner, versprochen. Ich wichse die anderen da rein. Nur nicht den in der Mitte. Den haben wir gut angezeichnet fürs Gefühl. Wir können auch ein Loch bohren einfach. Nein. 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 Komm, mach du da deine Pille-Palle da Bremsleitung oder was? Zack. Dann einfach Vorführeffekt. Muss ich ein bisschen mit zwei Händen drücken. Sieht ja wohl fett aus. Alle werden denken, amerikanische Limo. In Wirklichkeit Handwerks-Caddy. Deluxe. Schrott. Schaf im Schafspelz. Vordere Stoßstangen haben wir jetzt schon mit Licht ausgestattet und jetzt ist die hintere auch fertig. Wir haben hier testweise mal Batterie aufgebaut. Wie immer. Halt mal dran den Laden.
Junge, da werden wir aber so manchen Trucker groß mit ernten, ne? Ist so, oder? Sieht ja geil aus. Ey, richtige Kirmes. Ja, und für vorne haben wir das noch in Gelb, ne? Ich weiß nicht, ist jetzt halb eins? Gleich halb eins? Meinst du, das schrauben wir noch dran und testen einmal, oder? Ja, ne? Vorher können wir nicht schlafen gehen. JP hat alle Bremsleitungen fertig gekriegt. Ja. Die Karre bremst jetzt besser, als sie fährt. Und hier. Auspuff-Tuning is not a crime. Is not a crime. Da wird hier wieder alles fein säuberlich zusammengefuckelt. Guck mal, Schelle in Schelle hier. Niemals die Rohre kreuzen. Strahl. Außer beim Fächerkrümmer, ne? Da kann man ruhig mal ein bisschen überkreuz machen. Da. Ich habe hier die doofen Arbeit gemacht die ganze Zeit. Die ganze Scheiße mit Lötkolben für Arme. Aber muss auch gemacht werden, ne? Falls jemand Interesse hat, super DPF. Was letzte Preis? Edelmetall. Was meinst du, kriegen wir dafür noch? 200. 200, das ist ja ein halber Caddy. Wir specken ab. Los, jetzt Gas hier, Endspurt, ey. Robin, was hast du hier gemacht? Kabel zu kurz abgeschnitten, ne? Am Kabel hat's gehapert. Jetzt müssen wir hier nochmal einen ranfuschen, damit wir die Stoßstange dran schrauben können. Und meinst du, ist gut verlötet hier? Mit den Verbindern gut, ne? Ach ja, Lötkolben des kleinen Mannes, ey. Hier, Feuerzeug, bisschen Plastik. Guck mal, guck da schon raus. Das passt schon. Super. Ja, du musst hier hinten auch noch mal ein bisschen den Schlauch schrumpfen. Ich schlauch dir gleich mal. Gleich einmal anschmeißen, meinst du, ne? Soundcheck. Ja, Soundcheck. JP hier doch gefuscht. Oha. Schelle an Schelle an Schelle. Doppelschellengeballer. Wenigstens müssen wir nicht mehr schweißen. Das können wir nämlich nicht. Ja. Schweißen, da hapert's dann doch. So, jetzt Soundcheck hier. Schmeiß an. Ja, ne? Ja. Also, wie vorher. Nur ist es unten drunter noch ein bisschen undicht. Habe ich aber nicht gesehen, auf jeden Fall. Ich habe gerade extra geguckt, ob da was rauskommt. Oder? Es sieht okay aus, rappelt ein bisschen, ne? Aber ja. Okay. Wackelt oder was? Ein bisschen auch nur, vibriert halt, ist ja normal. Kommt hinten was drauf? Ja. Hat sie Wolke? Bisschen. Ja, der Hobel läuft wieder, Alter. Aber nicht zuballern, nur einfach drauflegen. Standlicht geht hier drehen, ne? Ja. Und wie sieht's aus? Brutal. Junge. Kommt schon böse, ne? Sieht schon geil aus, oder? Damit kann man uns auf jeden Fall nicht übersehen. Ja, Sicherheit ist uns ans Herz gewachsen, ne? Ja. Dazu gehört auch, dass wir im Straßenverkehr wahrgenommen werden. Warte. Was kommt jetzt? Er sagt, warte. Oh, Lichtshow hier. Oh. Wir machen natürlich nicht eher Feierabend, bevor wir nicht auch geguckt haben, wie hinten die Lichter aussehen, ne? Vorne sah ja schon rattenscharf aus. Oder, wie man sagt, geckig. Geckig. Was ist hier in der Ecke los? Eieiei, das ist schon wieder eine halbe Tankfüllung, sehe ich doch. Ja, das Problem ist, das Handschuhfach ist voll. Handschuhfach ist auch noch voll, ja. Oh, nein. Nice. Eieiei, das sieht ja aber mal. Das ist es, oder? They see me rolling, hating. Okay, jetzt wirklich Zeit fürs Bett, ne? Es ist 1 Uhr, also beziehungsweise es ist Freitag, 1 Uhr. Ich muss um 5 wieder raus. Um 5? Um 5.
Ich muss mich um 9 an den Schreibtisch rollen, ne? Ja. Ja, dann packen wir ein. Wollen wir mal fegen hier? Ich meine, ja, ein bisschen was ist ja aus der Stoßstange rausgekommen. Einmal fegen, aufräumen. Einmal feucht durchwischen. Cut jetzt an der Stelle. Es gibt nicht mehr ganz so viel zu tun. Vielleicht können wir mit dem Auto morgen oder übermorgen auf jeden Fall hier wegfahren. Ja, morgen. Auf eigener Achse, ne? Auf eigener Achse. Auf eigener Achse. Tschüss. Pi mal Auge kann man das schon so machen. Ja, ich komme mir vor wie ein Rallye-Auto. Ich habe jetzt schon ein Feeling. Wollen wir noch hier so Fahrschuhpedale einmal? In die Hose geht der letzte Tropfen.